Hey Leute, wir sind zwar noch nicht in der Sollstärke, die wir hier brauchen, aber trotzdem, herzlich willkommen zur Demo Nummer 197 und jetzt kommt doch mal bitte alle rüber hier. Kommt, nicht immer so halb hinter dem Mikrofon stehen. Das gilt auch für dich. Komm nach vorne auf die Demofläche. Nicht aus der Ferne irgendwie beobachten. Hierher, jedermann zählt. So, also Demo Nummer 197, 18:30, Marktplatz Schwäbisch Gmünd, wie jede Woche. Und weil wir jetzt schon relativ dicht an der 200 dran sind, sei nochmal für alle die, die hier sind und für alle zahlreichen Zuschauer an den Fernsehgeräten, die Willis Live-Übertragung verfolgen, sei nochmal gesagt, wenn wir die Demo 200 machen, das wird am 21.10. sein. Wir haben ja einen hübschen Flyer kreiert, der da drüben am Marienbrunnen in einer Schachtel drin ist. Die dürft ihr gerne mitnehmen, dürft ihr gerne verteilen. Und was ich sagen will, in der Woche, in der das, wenn wir dienstags immer weitergemacht hätten, die Nummer 200 wäre das am 17.10. gewesen. Diese Demo, die eigentlich am 17.10. stattfinden würde, die 200, die verschieben wir auf den Samstag, ja. Das heißt, in der Jubiläumswoche ist dienstags keine Demo, sondern die Dienstagsdemo findet dann ausnahmsweise am Samstag statt. Weil wir davon ausgehen, dass dort mehr Leute Zeit haben und kommen können, auch von weiter her kommen können, als es dienstagabends der Fall wäre. Ja? Also in dieser Woche keine Dienstagsdemo, sondern Dienstagsdemo am Samstag. So, die... Genau, falls ihr am Samstag nicht wisst, was ihr tun wollt oder sollt, es ist praktisch von Baden-Württemberg steht auf, am Samstag eine Demo, wieder mit Dr. Jürgen Totenhöfer, mit Dr. Wolfgang Kochanek, Wolfgang Deiber und dem Melchior aus München. Es wird wieder ein Aufzug stattfinden und einfach wer Lust hat, da. Ich habe hier noch ein paar Flyer, einfach. Schönes Wetter wird ja und Freunde trifft man da immer, das ist dann ganz okay, genau. Und die Flyer, was man da auch gut machen kann mit denen, wenn man einkaufen geht, aus Versehen im Einkaufswagen liegen lassen oder so, oder mal auf einer Busbank liegen lassen, oder beim Arzt mal liegen lassen, oder wenn man im Kaffee ist, da mal liegen lassen. Also nicht mit und verteilt sie, wir brauchen hier... Die Leute stark, also stark ja, wir besucht. Brauchen. Ja, genau. Wir haben super Leute hier. Der Arzt Dr. Rolf Krohn kommt, ja. Dr. Martin Schwab kommt, super Musikhammer. Ja, genau. Helga kommt, ja. Ja, wahrscheinlich kommt der Hutbauer auch. Ja, also. Genau. Wir sind auch da. Genau, da ist dafür gesorgt, dass hier kein Auge trocken bleibt, dass jeder Verantwortliche garantiert einmal eine auf den Nuss kriegt, wenigstens verbal. Ja, und dass wir unsere Forderungen deutlich machen können. Und für diejenigen, die hier zufällige Zaungäste sind, die jetzt hier ihren Feierabendkaffee oder Feierabendbier oder Vesper oder was genießen, sei nochmal gesagt, wir sind hier zum 197. Mal. Unser anfängliches Motto war... Miteinander reden, wieder miteinander reden. Da sind wir irgendwann dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, wir müssen zurück in die Vernunft. Vor allem in der Politik in Berlin muss das geschehen. Ja, wir verlangen von der Regierung die Respektierung des Grundgesetzes, insbesondere die ersten 20 Artikel. Wir fordern das sofortige Einstellen jeder Art von Waffenlieferung in ein Kriegsgebiet, insbesondere in die Ukraine. Wir fordern, dass die ganzen Corona-Maßnahmen, jede verhängte Sanktion und jede einzelne Waffenlieferung strafrechtlich aufgearbeitet werden. Wir müssen endlich mal ein paar Leute Verantwortung dafür übernehmen, für das, wie viel Leid sie über die Bevölkerung hier gebracht haben, über alte Menschen, über Schulkinder, über alles Mögliche. Und jeder ist davon betroffen in irgendeiner Weise. Und das kann nicht sein, dass die einfach alle jetzt mit den Schultern zucken, sich selber auf die Schulter klopfen und sagen, weiter so, ja. Das wird nicht stattfinden, deswegen stehen wir hier jede Woche und das wird auch nicht aufhören. So, ich will jetzt hier keine Publikumsschelte betreiben, weil das schlecht kommt, aber ich frage mich natürlich schon,
die da sind, sind natürlich nicht gemeint, sondern wo die sind, die auf dem Marktplatz schon waren, und zwar lange und häufig, warum die jetzt einfach alle, warum die nicht mehr kommen. Ja, mir ist es irgendwie nicht ganz klar, warum man hier meint, Pause machen zu können, warum man hier meint, nicht mehr kommen zu müssen, weil eines ist sicher, diejenigen Leute, die ich gerade in den Forderungen angesprochen habe, die machen keine Pause. Dieser Irrsinn geht jeden Tag weiter und die bereiten jeden Tag einen neuen Irrsinn vor. Jedes Mal, wenn ich diese Demo hier vorbereite, habe ich nicht das Problem, Material zu suchen oder zu finden. Ich habe das Problem, dass ich 90% aussortieren muss, weil so viel Zeit haben wir gar nicht, diesen ganzen komplett Schwachsinn, die ganzen Idiotien anzusprechen, die in diesem unseren Land maßgeblich von der Regierung verursacht, initiiert werden. Ja? Das sind alles menschengemachte Krisen. Das war bei Corona so, das ist bei der Klimakatastrophe so. Da kannst du hingucken, wo du willst. Jeden Tag wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Jeden Tag werden die Leute von immer wieder den gleichen Leuten hinters Licht geführt. Die Zeitungen machen mit. Das Fernsehen ist an vorderster Front mit dabei. Dieser Schwachsinn muss aufhören und das kriegen wir nicht hin, wenn wir hier immer weniger werden. Wir müssen immer mehr werden. Schönen Gruß an alle, die daheim hocken gerade. Ja? Also, Leute, hier gilt's. Ja? Ja, irgendein, ich weiß nicht, so berühmter oder weniger berühmter Fußballer hat mal gesagt, wichtig ist auf dem Platz. Genau so sieht's aus. Ja. Für den heutigen Tag habe ich so als Thema ein bisschen rausgesucht, Verantwortung, weil genau diese Leute, obwohl diese Politiker auch, aber auch, das sind nicht nur Politiker, sondern das sind eben auch Leute, die praktisch bei den Medien mit dem Ton angeben. Ist euch bekannt, dass in dieser ganzen Geschichte irgendjemand mal zurückgetreten wäre für das, was er da veranstaltet hat? Wem fällt spontan irgendein Rücktritt ein? Niemand. Ja? Die einzigen Leute, die dann zurücktreten, ja, sind beispielsweise wie die Giffey, der man dann irgendwie nachweist, dass sie ihren Doktortitel erschlichen hat. Was aber nicht zur Folge hat, dass die irgendwie dann in der Versenkung verschwindet. Nein, also sie mischt dann halt wieder mit und ein Vierteljahr denkt wieder keiner mehr dran. Die Presse ist sowieso gnädig und dann mischen die Leute wieder mit. Ganz egal, wie sie vorher andere Leute hinters Licht geführt haben und betrogen haben. Ja. Das muss aufhören. Das muss aufhören. Ja. Wie gesagt, deswegen ist das Thema Verantwortung heute ein bisschen so im Mittelpunkt. Und warum es keine Rücktritte gibt bei denen. Und in dem Wort Verantwortung steckt ja natürlich auch das Wort Antwort drin. Ja? Verantwortung, Verantwortlichkeit, da kommt jedes Mal zur Gänze das Wort Antwort drin vor. Und das bezeichnet für meine Begriffe eben diejenigen Leute, die die Antworten geben. Ja? Auf Fragen, die entweder drängend sind oder die wichtig sind oder sonst irgendetwas. Ja? Vor allem aber geben diese Leute Antworten auf Fragen, die sich selber gestellt haben, auf ihre eigenen Probleme. Ja? Und das muss aufhören. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Leute die Fragen beantworten, die wir denen stellen. Ja? Die sie sich nicht selber stellen oder die sie nicht von irgendwelchen gefälligen Journalisten gestellt bekommen, sondern die müssen sich erklären, was sie hier tun, warum sie es tun und warum sie es nicht besser gemacht haben. So, ja, also wie gesagt, da haben wir einiges zu tun. Mark Twain hat sowas schon vor langer Zeit erkannt, von dem stammt der Satz, wenn man einen Sumpf trockenlegen will, dann beauftragt man damit nicht die Frösche. Also, wir brauchen hier neue Leute. Wesentlich für das heutige Thema ist verantwortlich, dass Herr Lauterbach mal wieder interviewt worden ist. Lauterbach ist jetzt hier auf unserer Demo in letzter Zeit ein bisschen zu kurz gekommen, deswegen machen wir heute quasi so ein halbes Lauterbach-Special. Lauterbach ist nämlich gefragt worden, ist gefragt worden, ob Deutschland nicht die Corona-Zeit aufarbeiten müsste. Und er ist der Meinung, dass Deutschland keine Corona-Aufarbeitung braucht. Ja. Haben wir jetzt besseren Ton? Ja, wunderbar. Jetzt ist es besser. Also, besonders auffällig wird diese Verweigerung, irgendetwas aufzuarbeiten, darüber nochmal zu reden, ob man vielleicht was hätte besser machen können, ob Fehler gemacht worden sind. Das findet alles in Deutschland nicht statt. Ja.
Das hat für diejenigen, die sich erinnern werden, hat es irgendwann mal angefangen mit diesem unsäglichen sogenannten Corona-Papier des Bundesinnenministeriums, das sogenannte Panikpapier. Ja, das hat dann relativ schnell Annäherungsverbote, Kontaktverbote, Ausgangssperren zur Folge gehabt. Das hat Berufsverbote in Form von Lockdown zur Folge gehabt. Wir hatten Impfnachweispflichten in den Gesundheitsberufen. Wir haben immer noch eine Impfduldungspflicht in der Bundeswehr, Maskenzwänge, Schulschließungen. Ja, wir hatten Zugrunderichtungen von Firmen, denen man erst gesagt hat, ja, wir zahlen euch quasi ein Corona-Ausfallgeld. Damit hat man die Zustimmung erkauft und das Wohlverhalten der Leute, damit sie stillgehalten haben, damit sie die Füße stillgehalten haben, während man ihnen ihre wirtschaftliche Existenz unterm Arsch weggezogen hat. Dann hat man ihnen das Corona-Geld gezahlt und ein Dreivierteljahr später müssen die meisten die Corona-Hilfen zurückzahlen. Ja? Das sind absichtlich Existenzen vernichtet worden und zwar zu Zehntausenden. Und allein dafür müsste es Rücktritte am Stück hageln und kein Mensch übernimmt hier Verantwortung. Und das ist eine Sauerei. Ja? Wir hatten Unterbrechungen von Lieferketten, wir hatten Impfnötigungen, wir hatten falsche Impfversprechungen. Zuerst war die Impfung das Alleinseligmachende sozusagen, wenn wir die Impfung haben, dann ist alles wieder gut, dann ist alles normal. Mittlerweile stellt sich raus, dass diese Impfungen nicht nur nicht helfen, sondern dass sie Leute zu Hunderten und Tausenden und eine neue Studie, auf die ich heute gestoßen bin, sagt, mindestens 17 Millionen Leute sind durch die Impfstoffe direkt ins Grab gebracht worden. Das lässt sich sogar ganz klar nachweisen, welche Altersgruppen wie stark von der Impfung betroffen waren, wobei man nichts Falsches sagt, wenn man sagt, die Jungen sind von der Impfung am wenigsten häufig ins Grab gebracht worden, aber als älterer 90-Jähriger hattest du eine 5% Chance, dass dich die Impfung direkt ins Grab befördert. Ja? Das heißt, 100 Impfungen hat 5 Todesfälle und das ist alles schon lange bekannt und deswegen sage ich hier zum wiederholten Male, wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass wir es hier mit Massenmördern zu tun haben. Ja. Und jeder, der dafür verantwortlich ist, dass die Kindergärten und die Schulen geschlossen wurden, dass die Kinder mit Masken und Tests gequält wurden über viele, viele Monate als längstes in unserer Gesellschaft, wenn alle anderen schon wieder fröhlich essen gehen konnten und Bier trinken konnten, die Kinder und die alten Leute litten immer noch unter den Maßnahmen. Und das, obwohl im September 2020 der Professor Klund in der Kinderkommission im Bundestag bereits ausgesagt hat, dass diese Maßnahmen die Kinder nachhaltig schädigen werden. Und in unserem Land sind wir der UN-Kinderrechtskonvention rechtlich verpflichtet. Unsere Regierung hat es nicht gekümmert. Alle zurücktreten. Jawohl! Bravo! Und auf welch, ich weiß gar nicht, mir kommt Deutschland manchmal vor wie ein ferner Planet. Weil nämlich ein paar Meter weiter in Europa gibt es ein Land namens Slowenien. Und das zeigt, dass das auch anders geht. Das slowenische Parlament hat vor ein paar Tagen ein Gesetz verabschiedet, das rückwirkend alle Corona-Strafmaßnahmen cancelt. Es werden alle noch laufenden sogenannten Corona-Verfahren, die man den Leuten angehängt hat, weil sie eine Maske nicht getragen haben und der ganze Quatsch, der bei uns auch stattgefunden hat und immer noch stattfindet, das wird alles rückwirkend gecancelt. Alle Verfahren, die noch anhängig sind, werden eingestellt und alle diejenigen, die eine Strafzahlung hatten, kriegen ihr Geld zurückbezahlt, einschließlich der Verfahrenskosten. Also mit Rechtsanwaltskosten, mit allem drum und dran. Ja. Das sehe ich auch so, ja. Und da sind wir in Deutschland Lichtjahre davon weg. Lichtjahre, weil dazu... Russland hat das auch zurückgezahlt. Danke für den Hinweis. Ja. Das ändert leider gar nichts dran, dass wir in Deutschland, wie gesagt, Lichtjahre von so etwas entfernt sind, weil hier eine wirklich unheilige Allianz aus vollkommen skrupellosen Politikern mit ebenso so skrupellosen und machtgeilen und geldgeilen Medienleuten da ist. Ja, das kannst du bald nicht mehr, vor allem was in den Öffentlich-Rechtlichen da abgeht, ist mittlerweile nicht mehr normal. Ja, die decken das alles und nur deswegen funktioniert das. Ja, wie gesagt, in Deutschland werden im Gegensatz zu Slowenien alle angeleiteten Corona-Verfahren nach wie vor mit absoluter Konsequenz durchgezogen. Hier gibt es keine Entschuldigung, hier gibt es lediglich
die volle Härte sozusagen des Staates, wie Nancy Faeser immer zu sagen pflegt. Ja. Es geht sogar so weit, dass in irgendwelchen Verfahren, wo es für den Staat ungemütlich werden könnte, werden mittlerweile sogar bei Zeugen Hausdurchsuchungen veranstaltet. Bei Zeugen in irgendwelchen Gerichtsverfahren, wo vollkommen klar ist, denen wird überhaupt nichts vorgeworfen. Denen wird morgens um 5 mit einem Rollkommando der Polizei mit 15, 20 Leuten das Haus auf den Kopf gestellt. So geschehen, letzter prominenter Fall, Dr. Markus Krall. Gegen den wird nicht ermittelt oder so. Der ist nur Zeuge in einem anderen Verfahren und das genügt bereits, damit der Staat alles tut, um einen unbequemen Geist wie den zum Beispiel quasi mundtot zu machen. Ja? So, ich habe euch einen Einspieler heute vorbereitet, der aus Österreich kommt. Viele von euch werden ihn kennen. Den Herrn Herbert Krickel. Krickel, genau. Er hat ein paar Sätze zu sagen, die sich im Grunde auch mit dem Charakter von Leuten in politisch verantwortlichen Positionen befassen. Viel Spaß. Ich glaube, und jetzt hängt ganz, ganz viel davon ab, welche Persönlichkeiten politische Verantwortung übernehmen. Sind sie Teil dieses Systems? Sind Sie für dieses System, das Sie auch beschrieben haben, empfänglich? Oder haben Sie eine andere, sagen wir es mal so, charakterliche und mentale Grundaufstellung? Das ist die Schlüsselfrage. Das ist die Schlüsselfrage. Und da muss sich jeder selber in den Spiegel schauen und diese Frage für sich selbst entscheiden. Und was meine ich damit? Die notwendigste Eigenschaft für einen Politiker in Zeiten wie diesen, um das Ruder herumzureißen, heißt Tapferkeit. Das ist ein hoher Begriff. Aber er bedeutet die Bereitschaft, Verwundungen, Verletzungen und vielleicht noch mehr in Kauf zu nehmen, um das Ziel zu erreichen, nicht für sich selber, sondern für die Menschen. Es wird wehtun, sich mit diesem System anzulegen. Es tut weh. Sie erleben es im Kleinen, da wird noch viel mehr kommen. Wir erleben das jetzt, da wird noch viel, viel mehr kommen. Aber wenn wir diese Bereitschaft nicht mitbringen, ja, dann werden diejenigen, von denen wir es nicht wollen, sich durchsetzen und die Bevölkerung wird verlieren. Und deswegen müssen wir diese Tapferkeit aufbringen. Frau Weidel, hat die AfD diese Personalstruktur in der Führungsebene in den Bundesländern, dass es genügend solche Charaktere gibt, die tapfer sind, wie der Herr Kickel sagt, die diesen Kampf... Ja, okay. Wir wollen es mal bei dem belassen, was Herbert Kickel da sagte. Ja. Haben wir öfter schon das Thema gehabt. Das ist egal, was in irgendwelchen Gesetzen steht. Wir haben ein Grundgesetz. Das müsste man nur anwenden. Ja, es wird halt nicht getan. Es werden alle möglichen Begründungen erfunden, an den Haaren herbeigezogen, um Bürgerrechte aushebeln zu können. Und das ist letztlich eben keine Frage von Juristerei. Das ist eine verdammte Charakterfrage bei Politikern. Und die Leute, die bei der geringsten Gelegenheit sozusagen alle Bürgerrechte mal kurz in den Orkus kippen, ja, solche Leute brauchen wir nicht. Wir brauchen Leute, die dann auch in ganz schwerer See die Übersicht behalten und den Kopf oben behalten. Ja. Die haben wir aber leider nicht. So. Dann lassen wir jetzt mal kurz einen unbekannten Künstler zu Wort kommen, den ihr alle kennt. Silber fällt, die Zeichen stehen auf Sturm. Nur blödes Kichern und Keifen vom Kommandoturm. Und ein dumpfes Mahlen grollt aus der Maschine. Und Rollen und Stampfen und schwere See. Die Bordkapelle spielt Humbert Täterä. Und ein irres Lachen dringt aus der Latrine. Die Ladung ist faul, die Papiere fingiert. Die Lenzpumpen leck und die Schotten blockiert. Die Luken weit offen und alle Alarmglocken läuten. Die Seen schlagen mannshoch in den Laderaum. Und Elmsfeuer zündet vom Ladebaum. Doch keiner an Bord vermag die Zeichen zu deuten. Der Sturm
Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken und der Maschinist in dumpfe Lethargie versunken. Die Mannschaft laut am Meiner, die Halunken. Der Funke zu feig, um SOS zu funken. Klabautermann führt das Narrenschiff volle Fahrt voraus und groß aufs Ring. Zeichen der Zeit, Niedertracht und Raffsucht und Eitelkeit. Auf der Brücke tummeln sich Tölpel und Einfallspinsel. Im Trüben fischt der scharf gezahnte Hai, bringt seinen Fang ins Trockene an der Steuer vorbei, auf die Sandbank bei der wohlbekannten Schatzinsel. Die anderen Geldwäscher und Zuhälter, die warten schon. Bordellkönig, Spielautomaten, Baron, im hellen Licht, niemand muss sich im Dunkeln rumdrücken. In der Bananenrepublik, wo selbst der Präsident die Scham verloren hat und keine Skrupel kennt, sich mit dem Steuerdieb im Gefolge zu schmücken. Steuermann, der Kapitän ist betrunken und der Maschinist in dumpfe Lethargie versunken. Die Mannschaft lauter Meineid, ihr Halunken. Der Funke zu feig, um SOS zu funken. Klabautermann führt das Narrenschiff volle Fahrt voraus und groß aufs Deck. Sich arrangiert, all die hohen Ideale sind havariert und der große Rebell, der nicht müd wurde zu streiten, mutiert zu einem servilen, giftigen Gnom und singt lampfromm vor dem schlimmen alten Mann in Rom seine Lieder. Für wahr, es ändern sich die Zeiten. Einst junge Wilde sind gefügig, fromm und zahm, gekauft, narkotisiert und flügellahm, tauschen Samtpfötchen für die einst so scharfen Klauen. Und alte Greise präsentieren sich keck mit immer viel zu jungen Frauen auf dem Oberdeck, die ihre schlaffen Glieder wärmen und ihnen das Essen vorkauen. Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken und der Maschinist in dumpfe Lethargie versunken. Die Mannschaft lauter Meineidigen erlunken, der Funke zu feig, um SOS zu funken. Klabautermann führt das Narrenschiff volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff. Sie rüsten gegen den Feind, doch der Feind ist längst hier. Er hat die Hand an deiner Gurgel, er steht hinter dir. Im Schutz der Paragraphen mischt er die gezinkten Garn. Jeder kann es sehen, aber alle sehen weg. Und der Dunkelmann kommt aus seinem Versteck und dealt unter aller Augen vor dem Kindergarten. Der Ausbruch ruft vom höchsten Mast Endzeit in sich, doch sie sind wie versteinert und sie hören ihn nicht. Sie ziehen wie Lemminge in willenlosen Augen. Es ist, als hätten alle den Verstand verloren, sich zum Niedergang und zum Verfall verschworen, und ein Irrlicht ist ihr Leuchtfeuer geworden. Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken und der Maschinist in dumpfe Lethargie versunken. Die Mannschaft lauter meineidige Halunken, der Funker zu feig, um SOS zu funken. Der Autermann führt das Narrenschiff volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff. Und Kurs aufs Leben.
So, ich habe noch ein paar Termine. Einmal am 3. Oktober, natürlich hier die Marktplatz-Demo, klar, 18.30 Uhr. Und davor gibt es im Milchgässle, das ist der Hanne durch, haben ein paar von uns ein Büro eröffnet zum Vernetzen. Ich denke mal, das ist wichtiger denn je, dass wir uns jetzt vernetzen und uns aufeinander verlassen können. Es fängt um 13 Uhr an, am 3. Oktober. Dann haben wir ja auch, ich habe es auch an der Marktplatzkanal gestellt, und dann haben wir ja auch am 20.11. kommt ja der Uli Masut zu uns, der Kabarettist. 12.11., Entschuldigung. Oh, ich habe gerade so viel Termine im Kopf. Ah, Dankeschön. Am 12.11., das ist ein Sonntag, kommt der Uli Masut in die Krone nach Durlanger. Genau. Wir haben hier auch noch Kattler, wenn das jemand haben möchte. Das stelle ich nächste Woche auch noch ein in den Marktplatz. Und am 5.10. kommt der Gunter Frank in der Stadtgarde. Der hat das Buch Staatsverbrechen geschrieben. Es gibt noch Karten, die kosten 20 Euro. Ich habe gestern eine besorgt. Also, ich denke. Abends auch die Karten? Ah, das ist abends. Ja, nur übers Internet oder abends auch? Das weiß ich nicht. Ich habe es übers Internet bestellt. Genau. Glaube ich nicht, dass der Stadtgarde da vielleicht verteilt. Weiß ich nicht. Ja, das wäre gesagt, wenn ich es jetzt zufällig gesehen hätte. Genauso Lisa Fitz war gestern in Stuttgart, das habe ich auch nur durch Zufall gesehen. Also wir müssen gucken, dass wir diese Künstler, wo auch was gesagt haben, einfach mit unterstützen. Und natürlich der wichtigste Termin, der 21.10. Yes, genau. Für die es akustisch nicht verstanden haben. Also, ich mache es kurz, besorgt euch die Karten, wenn es geht übers Internet, vertraut nicht darauf, dass es da in der Abendkasse noch Karten gibt, ja? Wenn ihr da zu den Veranstaltungen wollt. So, wir haben ein offenes Mikro und wir haben einen Redner, der sich jetzt hoffentlich gleich namentlich vorstellen wird, weil ich ihn namentlich nicht kenne. Namen sind Schall und Rauch, ich heiße Harald und wir hatten am letzten Dienstag hatten wir Besuch hier am offenen Mikrofon. Der junge Mann meinte, obwohl doch ganz vernünftige Leute anwesend wären, würden hier rechtspopulistische Parolen verbreitet. Nun habe ich mal für euch und für mich im Wikipedia nachgeschaut, was denn rechtspopulistisch ist. Da steht, eine einheitliche Definition gibt es bislang nicht. Dennoch lässt sich ein gemeinsamer Kern rechtspopulistischer Politik ausmachen. Bestimmend ist eine Identitätspolitik, in der eine bedrohte Gemeinschaft konstruiert wird. Ich vermute, bei Wikipedia meinen Sie Bevölkerungsaustausch. Der Rechtspopulismus steht da weiter, steht sowohl dem Konservatismus als auch der extremen Rechten, die aus der Tradition nationalsozialistischer und faschistischer Bewegungen nach 1945 neu entstand, in vielen Bereichen nahe. Ja, soweit Wikipedia. Ich habe deshalb aus den Worten des Besuchers hier am offenen Mikrofon entnommen, dass er der Meinung ist, dass wir Nazis wären. Ich habe ihm das auch, da es nur kurze Gelegenheit hatte, dazu etwas zu sagen, das habe ich ihm dann auch bestätigt. Da wir uns im Zeitalter der Denunzianten befinden, möchte ich das heute Abend einmal näher erklären. Nach der bedingungslosen Kapitulation 1945, manche sagen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, was aber völliger Unsinn ist, wurde ein parlamentarischer Rat durch die Siegermächte einberufen. Er hatte ein Grundgesetz, keine Verfassung vorzuschlagen. Das tat er auch und die Alliierten genehmigten dieses Grundgesetz. Ein besonderes Ziel der Alliierten war die Entnazifizierung der Deutschen. Das bedeutet, wer das von den Alliierten erlassene Grundgesetz achtet, kann kein Nazi sein. Er ist entnazifiziert. Vielleicht heißt das aber auch im Umkehrschluss,
wer das Grundgesetz missachtet, ist ein Nazi. Wir stehen hier zum 197. Mal mit der Forderung, das Grundgesetz einzuhalten. Das sind vor allem die Grundrechte aus Artikel 1 bis 19 und Artikel 20. Der Artikel 1 und 20 dürfen niemals geändert werden. Für sie gilt die Ewigkeitsklausel. Wir stehen also hier für die Werte des Grundgesetzes. Und ich will diese Werte aus den ersten 6 Artikeln hier noch einmal vortragen, damit jeder weiß, wofür wir hier stehen. Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller Gewalt. Artikel 2. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Artikel 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Artikel 4. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Artikel 5. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Bild und Schrift frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Artikel 6. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Ich wiederhole mich, genau für diese Werte stehen wir hier und wer das als rechtspopulistisch abtut und mich dafür als Nazi beschimpft, der soll das ruhig tun. Und mit Blick auf die Zukunft möchte ich euch noch gerne ein Zitat von Willy Brandt vom 15. September 1992 mit auf den Weg geben. Nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer. Darum besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll. Vielen Dank. Vielen Dank, Harald. Ich weiß noch am Anfang, ich weiß nicht, wer am Anfang dabei war hier, 2020 hat Katrin Emmer das Grundgesetz vorgelesen. Ja, genau. Wir waren als Ordner da mit dabei, genau. Und damals sind wir schon beschimpft worden als Nazis. Obwohl wir nur das Grundgesetz vorgelesen haben. Bevor die erste Demo war, sind wir schon als Nazis bezeichnet. Ja, genau, bevor die erste Demo war, stimmt. Ja, bei dem Begriff Nazi. Also ich habe auch am Anfang der Pandemie den ein oder anderen Leserbrief geschrieben. Der eine oder andere hat auch eine Antwort dann von anderen Lesern bekommen, die dann veröffentlicht worden sind. Und da ist auch quasi mit dieser Nazi-Keule sofort geschlagen worden. Und einer Leserbriefschreiberin habe ich dann zurückgeschrieben, so sinngemäß, wenn ich das jetzt erinnere, dass die braunen Kolonnen, die sie da beschreibt, die marschieren in ihrem Kopf und nicht ich habe sie dorthin in Marsch gesetzt. Und das möchte ich euch allen ans Herz legen. Lasst euch nicht
wie soll ich das sagen, verteidigt euch nicht gegen diesen Nazi-Vorwurf. Tut es einfach nicht, kommentiert es einfach nicht. Jedes Mal, wenn ihr das Wort Nazi in den Mund nehmt, lasst ihr dieses Gedankengut da in euren Kopf hinein. Ja? Ich habe es auch zu anderer Gelegenheit schon mal so gemacht, das ist, passt zwar nicht so ganz genau, aber niemand von euch, der sich was auch immer bei einer, was auch immer, wenn er im Sportverein neu ist oder wenn er eine neue Arbeitsstelle antritt oder wenn er irgendwo im Bekanntenkreis eingeführt wird oder so, da stellt sich doch kein Mensch hin, wenn er eine neue Arbeitsstelle antritt und sagt, übrigens, ich bin kein Dieb. Oder übrigens, ich bin kein Kinderschänder oder so. Das macht niemand. Warum macht ihr das nicht? Überlegt mal, warum ihr das nicht macht, aber warum Leute ständig, also je nachdem, wie es halt manchmal so ist, das Erste, wenn sie sich öffentlich äußern, sagen sie, aber ich bin kein Rechter oder ich bin kein Nazi. Ja? Verteidigt euch nicht gegen das, sondern sagt nicht das, was ihr nicht seid, sondern sagt, was ihr seid. Wofür ihr steht, nicht wofür ihr nicht steht. Lasst euch diesen Scheiß nicht irgendwie unterjubeln. Ja? Diese Worte machen was mit euch. Ja? Deswegen ist auch seine Reaktion gut, das quasi umzudrehen und zu sagen, nicht hinzustehen und sagen, ich bin kein Nazi, sondern sagen, ich stehe dafür. Und wenn du das Nazi nennst, dann ist genau im Grunde das passiert, dann marschieren die braunen Kolonnen durch seinen Kopf und nicht durch unseren. Ja, so sieht's aus. Okay, ja, schwere Kost heute, mein lieber Schieber. Ja, ich habe gleich noch was für euch. Ne? Nancy Faeser. Ja, und mal kurz einen Schwenk zur Innenpolitik machen. Es sei denn, es hat jemand einen Wortbeitrag dazu, wenn wir so gerade schon so schön in Fahrt sind. Ich plädiere nur auf Artikel 20 Absatz 4. Ja. Recht zum Widerstand für jeden oder gegen jeden, der es unternimmt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen. Und Leute, das ist jetzt ein super Übergang. Jetzt ist das, was Nancy Faeser da will, genau richtig. Und zwar geht es darum, dass Nancy Faeser Nummer 1 ein kommunales Wahlrecht für alle diejenigen will, die länger als 6 Monate in Deutschland leben. Ja? Dann ja? Müsst ihr euch mal reintun. Ja, das ist ganz klar der Versuch dieser Regierung, sich ihre eigenen Wähler quasi heranzuziehen. Dazu gibt es eine nette Anmerkung von Dr. Markus Krall, da habe ich letztens ein langes Interview gehört. Denn diese 6 Monate, die da jetzt kursieren, sind wohl zurückzuführen auf einen bedauerlichen Schreibfehler. Also unsere Regierung ist dilettantisch ohne Ende. Es sollten dort 6 Jahre stehen, was sie aber nicht tun. Offensichtlich stehen 6 Monate. Und dann kann man sich überlegen, meint sie 6 Monate, meint sie 6 Wochen? Keine Ahnung, kann ja schnell gehen. Gut, das wusste ich jetzt nicht. 6 Monate ist auf jeden Fall ein Zeitraum, wo ich sagen muss, das muss nicht sein, dass Leute, die dann noch nicht einmal die deutsche Staatsbürgerschaft haben, so wie ich das richtig verstehe, sondern allein die Tatsache, dass sie 6 Monate irgendwo wohnen, da darfst du hier mitwählen. Mich würde mal interessieren, ob jemand von euch weiß, ob es irgendwo anders auf der Welt ein Land gibt, wo man das darf. Ich glaube nicht. Also ich kann mir's nicht vorstellen. Ja. Das Gute daran ist, dass man daran sehen kann, sozusagen, wie die auch mit dem Rücken mittlerweile zur Wand stehen. Weil deren Umfrageergebnisse, die rauschen dermaßen in den Keller, dass die alle um ihre Macht fürchten müssen. Ja. Und deswegen brauchen die jede Stimme und deswegen wollen sie gerne denen, die sie hier auf Steuerzahlerkosten ins Land holen, die sie hier zum großen Teil auf Steuerzahlerkosten leben lassen, denen wollen sie jetzt die Möglichkeit geben, sich an der Wahlurne dafür zu bedanken mit so einem Wahlrecht. Ja. In eine ähnliche Kerbe schlägt das der Versuch, 16-Jährigen das Wahlrecht zu geben. Ja. Ja, und die Politiker schwenken ja gerade schon wieder ein bisschen um und machen so ein bisschen, ja, man muss mit den Flüchtlingen was anders machen und so. Oder gerade Söder oder auch Faeser versuchen jetzt so ein bisschen umzuschwenken. Es ist kurz vor der Wahl, man merkt. Ja. Ich hoffe mal nicht, dass die Menschen so bescheuert sind, denn sie noch irgendwas glauben.
gerade bei den Politikern sind. Wer von euch hat den neuesten CDU-Imagefilm gesehen? Für diejenigen, die jetzt nicht lachen können, sei Folgendes gesagt. Die CDU hat einen Imagefilm produziert mit wie immer hehren politischen Ansprüchen und bla bla und hin und her. Ja. Und einmal sieht man in dem Bild den Reichstag, so wie er in Berlin steht, und dann kommt in dem Film der Reichstag in Anführungszeichen nochmal vor. Das ist aber der ehemalige Präsidentenpalast in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Der hat auch so eine Kuppel. Und wer immer das bei der CDU nicht gemerkt hat, sie müssen zahlreich gewesen sein. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute so einen Werbefilm abnehmen, bevor der gesendet werden darf. Ne? Und dann kommt sowas dabei raus. Da kannst du mal sehen, wie wenig die Politiker aus diesem Gebäude rauskommen. Die wissen nicht, wie das von außen aussieht. Ja, ja, ist so. Die wissen nicht, die haben keine Ahnung, wo sie da sind. Ja. Da ja heute ein bisschen das Thema ist, Verantwortung von Politikern, gibt es natürlich an der Staatsspitze einen, nennt sich Olaf Scholz, der dafür bekannt ist, dass er im richtigen Moment Erinnerungslücken hat. Ja, und auch wenn Olaf Scholz dort Erinnerungslücken hat und sich darauf beruft, ändert es gar nichts daran, dass dieser sogenannte Cum-Ex-Skandal weiter verfolgt wird von Staatsanwaltschaften. Ich sei noch mal kurz daran erinnert, dass das möglicherweise die größte sozusagen Einzelschädigungsaktion gegen den deutschen Staat oder gegen die Steuerkasse war. Der Schaden liegt wohl bei 30 Milliarden Euro. Im Grunde geht es darum, dass es ist halt ein Dividendenbetrug quasi gewesen. Ins Detail zu gehen hat jetzt keinen Sinn. Jedenfalls hat das das Finanzamt durch quasi buchungstechnische Tricks, ich will es mal so formulieren, konnten Leute von sich behaupten, ich bin Eigentümer und mir steht eine Eigentümer von Aktien und mir steht eine Steuerrückerstattung zu und es gibt einen zweiten, der das abkonnte. Das heißt, die Steuer ist am Ende einmal gezahlt und zweimal zurückbezahlt worden und das hat diesen Riesenschaden verursacht. Und jetzt ist Folgendes geschehen oder ist gerade am Geschehen. Es gibt eine Staatsanwältin, die heißt Anne Brohr-Hilker und das ist diejenige, die da wohl federführend dran ist. Die wird irgendwie auch in Deutschland schon als Cum-Ex-Jägerin bezeichnet und ist einfach in Fachkreisen quasi die wichtigste Ermittlerin in diesem Fall. Und die wird jetzt quasi auf kaltem Wege oder auf indirektem Wege kaltgestellt, indem man quasi ihre Ermittlungsgruppe, die sie da hat, halbiert und die Hälfte einem anderen Staatsanwalt gibt, der da relativ unerfahren wohl ist. Und das Ganze ist initiiert worden durch den Kölner Oberstaatsanwalt, der das gemacht hat, und zwar in Zusammenarbeit direkt mit dem nordrhein-westfälischen Justizministerium. Und ein Grüner, genau, der heißt Benjamin Limbach. Und das Pikante daran ist, dass die Generalstaatsanwaltschaft, ne, also Staatsanwaltschaft, da kommt der Oberstaatsanwalt, da kommen die Generalstaatsanwälte drüber. Und die Generalstaatsanwaltschaft ist ja die vorgesetzte Behörde von denen. Und der Oberstaatsanwalt hat die quasi übergangen. Und das hat der Generalstaatsanwaltschaft jetzt überhaupt nicht gefallen, dass die da quasi ausgebotet worden sind. Und jetzt hat dieser grüne Minister Erklärungsnot. Das ist schon mal gut, dass das so ist. Bei der ganzen Sache muss man jetzt noch wissen, dass dieser Oberstaatsanwalt in Köln dort auf seinem Posten, von dem aus er jetzt entschieden hat, dass diese verfolgende Staatsanwältin jetzt quasi bloß noch mit der halben Kraft arbeiten kann, der hat seinen Job ebenfalls noch nicht lange. Und er hat seinen Job geerbt von seinem Vorgänger, der wiederum sich mit diesem grünen Minister angelegt hat, weil sie sich genau in dieser Cum-Ex-Sache nicht einig waren. Also mit anderen Worten, es sieht so aus, als ob der grüne Minister in Nordrhein-Westfalen, der Justizminister, einen Oberstaatsanwalt entlassen hat, weil er
da im Cum-Ex-Skandal zu viel Gas gegeben hat oder weil sie sich da irgendwie in Rechtsfragen halt nicht einig waren. Dann wird der ersetzt und derjenige, der als neuer Mann kommt, dessen erste Amtshandlung ist, sofort diese Arbeitsgruppe da quasi zu halbieren. Und jetzt dürft ihr euch selber Gedanken drüber machen, wie das ist. Ich sage nur eins dazu, diese Einflussnahme der Politik, diese Weisungsgebundenheit von Staatsanwälten an letztlich den regierenden Minister, die muss aufhören, weil das sonst dazu führt, dass die Hand über ihre Parteifreunde oder ihre Koalitionsfreunde halten und das sieht man einfach ganz danach aus. Ja? Das muss einfach aufhören und das wird immer offensichtlicher. So, haben wir noch eine Wortmeldung? Kommt, Leute. Ihr müsst euch warm reden, das wird langsam werden die Temperaturen hier stürzen hier ab. Ja? Genau. Ah, eins habe ich noch, was mich auch tierisch gegen den Strich geht. Und zwar deswegen, weil ich mit meinem eigenen Fahrzeug diesen Monat bereits bei der Hauptuntersuchung war. Und das kostet mittlerweile, wenn ich es richtig im Kopf habe, schlappe 140 Euro. Bin Schäben jetzt hier vom Stuhl gehauen, ne? Ja, okay. Und dann habe ich jetzt ein paar Tage später ein Prüfbericht abgebildet, wo bei mir 148 Euro steht. Ich war nicht beim TÜV, sondern bei einer anderen Prüforganisation. Egal, aber die rechnen ja nach irgendeiner Gebührentabelle ab. Ich bin gar nicht sicher, aber ich glaube, das kostet immer dasselbe, egal wo man da hingeht. Aber wirklich sicher weiß ich das nicht. Jedenfalls dort an der Stelle, wo bei mir die 140 und ein paar zerquetschte Euro stehen, steht da drunter 0. Die gleiche Hauptuntersuchung wie bei meinem Fahrzeug, da steht 0. Ausgestellt ist das worden vom TÜV Süd und der TÜV Süd hat beschlossen, dass ukrainische Fahrzeuge umsonst geprüft werden. Ja. Ich kommentiere das jetzt nicht, ich sage nur zu euch, wenn ihr mit der nächsten Hauptuntersuchung mit euren Fahrzeugen, die ja früher oder später kommt, ja, dann überlegt ihr euch, wo ihr hinfahrt und wo nicht. So, das musste ich jetzt unbedingt loswerden. Ich finde es einfach nur noch grotesk, was hier läuft. So, zur allgemeinen Erheiterung. Wenn die Stimmung irgendwie ein bisschen stockt, so wie es gerade der Fall ist, dann muss wieder Annabok Laberkanne muss wieder herhalten, um die Stimmung nach vorne zu bringen. Nur mal schön gucken, wo wir die haben. Reagieren heute darauf mit einer ganz klaren Antwort. Das wird Russland ruinieren. Wir haben deswegen ein breites Paket aufgelegt an Wirtschaftssanktionen, an Finanzsanktionen. Durch die Sanktionen sorgen wir dafür, dass ein weiteres militärisches Vorgehen in anderen Regionen aus russischer Kraft allein in den nächsten Jahren nicht möglich ist, weil sie wirtschaftlich sich durch diesen Krieg und unsere Sanktionen so geschädigt haben, dass sie eigentlich volkswirtschaftlich über Jahre nicht mehr auf die Beine kommen können. Ja. Kabarett vom Feinsten. Kabarett vom Feinsten. Leider ist die Frau Außenministerin. Und die Sanktionen, die sie da so bejubelt, die fallen natürlich mittlerweile voll auf Deutschland zurück. Wenn meine Informationen jetzt richtig sind, dann ist tatsächlich so, dass langsam aber sicher der Putin da jetzt wohl auch reagiert. Und wenn das ist das Ding da drüben. Das ist nicht das Mikro. Wenn es stimmt, was ich da gelesen habe, dann ist es wohl so, dass jetzt quasi ein Ausfuhrverbot von Diesel und noch ein paar anderen Kraftstoffen aus Russland heraus wohl in Kraft getreten ist. Und da parallel dazu die OPEC ihre Ölförderung, ihre Ölfördermengen gedrosselt hat, was allein schon den Preis seit 4 Monaten nach oben treibt, wird das Ganze jetzt durch die fehlenden russischen Kraftstoffe nochmal nach oben getrieben werden. Und dann kommt am Jahresende hier in Deutschland die CO2-Steuer mit dazu. Ich habe letztes Mal schon angesprochen, die CO2-Steuer wird dann auf 40 Euro pro Tonne für den normalen Bürger erhöht, 200 Euro pro Tonne für LKWs, also für das Speditionsgewerbe. Was ich letztes Mal übersehen habe, ist, dass auch ein Zoll in Kraft tritt, der die nach Deutschland kommenden Waren quasi nach ihrem sogenannten CO2-Fußabdruck
bewertet und da Zoll obendrauf kommt. Ich kann das alles auch nicht quantifizieren, aber da wird ein normaler Laib Brot vermutlich das Doppelte kosten in einem Vierteljahr. Wenn irgendwo wird Weizen produziert, die ganzen Teile, die man für die ganze Industrieproduktion braucht, das wird alles politisch massiv verteuert. Ja? Parallel dazu ist es noch immer so, dass die Lieferketten durch diese blöden Sanktionen unterbrochen werden. Also hier wird Europa und insbesondere Deutschland von den Regierungen sehenden Auges und, wie ich finde, mit voller Absicht zugrunde gerichtet. Und ich frage mich, warum hier immer noch alle, warum hier mehr sitzen als hier stehen? Was soll das? Ja? Wann kommt ihr endlich zur Vernunft und wann steht ihr auf? Was muss noch alles passieren? Ja? Ja? Da brauchst du gar nicht so machen. So, ja, aufstehen ist ihr angesagt, ja. Wie viel Geld willst du noch zahlen für Sprit? Hallo, meine liebe Mitmenschen, meine Menschheitsfamilie. Jetzt muss ich doch noch euch zwei Sätze sagen. Ja, es ist die Landessprache, der eine oder andere versteht es nicht. Ja, es ist Schwäbisch. Früher hat man so geschwätzt, es täte euch nicht schade, wenn ihr es lernt, weil wer weiß, ob man es vielleicht nicht irgendwann mal wieder alltäglich gebrauchen muss. Ja, das ist wie bei Fisherman's Friend. Sind sie zu stark, bist du zu schwach. Und wenn ich zu schnell bin, dann seid ihr zu langsam. So wie sie da alle rumstragert und genießt, was sie sich gerade noch leisten können. Aber ich hab ein tolles Gespräch gehabt mit einem jungen, grünen Innenmensch. Ich habe ihn nicht gefragt, deswegen kann ich nichts über das Geschlecht sagen, den Menschen. Aber es ist gar nicht so schlimm, weil wir haben Strom. Also er hat mir erklärt, wir exportieren wahnsinnig viel Strom. Ich weiß bloß nicht, wo wir den vielleicht vorher importiert haben, damit wir vielleicht wieder exportieren können. Aber es ist, man muss entweder wirklich Fernseher glotzen und da hat er den Arsch auf die Stirle nachdrucken, oder man muss in eine Partei gehen, die gerade regiert. Weil das ist Demokratie, hat der junge Mann mir erklärt. Und das, was Frau Merkel vielleicht alles mal da hat, das ist nicht ganz so demokratisch gewesen, weil CDU hat ja lange allein regieren können. Früher, damals. Also jetzt ist es demokratisch, weil jeder kann sagen, ich muss meinen scheiß Koalitionsvertrag halten, deswegen kann ich meine Ziele nicht mehr umsetzen. Deswegen sind Waffenlieferungen jetzt auch okay. Die Grüne wollen das gar nicht, hat er mir gerade erklärt. Eigentlich sind die gegen Waffenlieferungen, aber das ist halt einfach die Koalition und der völkerrechtswidrige Angriff von der Krim und die Annexion von der Krim und herrlich. War wirklich sehr erfrischend zu erfahren von einem jungen Menschen, der, na, 20, schätze ich jetzt mal, ich habe ihn auch nicht gefragt, weil das ist ja unhöflich, wenn andere nach dem Alter fragst. Mir mit 50, wo ich drei Söhne habe, wo einer definitiv um einiges älter ist, wie er erklärt hat, wie das Leben funktioniert. Ich bin so froh, dass ich jetzt erleuchtet wurde. Und ich hoffe, ihr wart alle auch erleuchtet, vor allem die da drumherum von den Grünen innen. Weil dann ist kein Wunder, dass ihr da hockt und euren Abend genießt. Da gibt es ja keine Probleme. Die macht sich die Welt so, wie sie ihnen gefällt. Und irgendwann war der Morgen, dass ihr nicht bei ihnen dabei seid. Und dann ist es vielleicht ein Ticket spät. Aber macht euch keinen Kopf. Wir sind trotzdem da und wir grenzen keinen aus. Nicht so, wie der junge Mann mir versucht hat zu erklären, ich muss mich von allem distanzieren, was nicht der Demokratie, also dem momentanen politischen System entspricht, dem Parteienprogramm entspricht. Da muss ich mich distanzieren. Und es ist auch keine Minderheit, die hier steht. Das hat er mir auch erklärt, weil Minderheiten, das sind dann bloß irgendwelche Völker. Ja, obwohl es ja kein Volk gibt, aber es gibt dann Völker, die Minderheiten sind. Wir sind, ich weiß gar nicht mehr, wie er uns bezeichnet hat, eine Randgruppe, glaube ich, irgendwie so. Bin gerne eine Randgruppe. Am Rand ist es immer schön, da ist es nicht zu heiß, da ist es nicht zu kalt, da ist es gemütlich, deswegen sind wir da hin und wir sind auch nicht nachhocken, wir können nicht noch standen, wir sind gesund. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alle einen wunderschönen Abend und es wäre super, wenn alle kommen zur 200. Dankeschön, Helga. Na klar. Schönen guten Abend, mein Name ist Steffen. Wisst ihr, warum ich da drüben saß und gegessen habe? Weil mir da das Essen viel besser schmeckt, wenn ich hier die Wahrheit höre, als wenn ich daheim sitze und vor ARD und ZDF und diese blöden Nachrichten hören muss. Super! Wir sitzen da auch öfters, das ist echt lecker. Ja, über solche Statements freuen wir uns sehr.
Ja. Übrigens, nicht die Flyer vergessen für die 200. Demo, die liegen da, also nehmt mit und verteilt sie, dass wir einen Haufen Leute hier werden. So, jetzt müssen wir mal schauen. Und die Stadt und der Bürgermeister sich freut. Ach so, ja. Etwas, was ich schon 2-3 Mal hier auf der Agenda stehen hatte, aber was immer durch Wortbeiträge dann immer weiter nach hinten geschoben ist und dann regelmäßig hinten rausgefallen ist. Aber jetzt gibt es gerade den Moment, wo man das noch kurz ansprechen könnte. Wer kann mit dem Cities Race to Zero was anfangen? Wer hat das schon mal gehört? Cities Race, Städterennen zur Null. Also damit ist gemeint, ich mach's mal so, das Ganze ist initiiert von World Economic Forum, von diesem unseligen Weltwirtschaftsforum. Und es ist so, dass dieses Städterennen zum Nullpunkt, wie es genannt wird, mittlerweile wohl mehrere hundert Städte da schon dabei sind, die sich dazu verpflichten, quasi ihre Städte CO2-frei zu machen. Dieses To Zero bedeutet also null CO2. Das Ganze läuft darauf hinaus, dass am Ende beispielsweise der Fleischkonsum der Menschen auf null gehen soll. Die Milchprodukte sollen auf null gehen, auch Privatfahrzeuge sollen auf null gehen. Ja, und ich lese euch einfach mal kurz, also ja, das geht weiter, dass eine Person pro Jahr dann noch höchstens eine bestimmte Anzahl, hier steht 3 Kleidungsstücke kaufen darf und maximal einen Kurzflug in 3 Jahren buchen soll. Alles das steht in irgendeiner Scheißagenda und jetzt sage ich euch mal ein paar Städtenamen. Städte, die sich daran beteiligen, sind in Deutschland Berlin, Bonn, Essen, Frankfurt, Gütersloh, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Konstanz, München, Münster, Pforzheim, Speyer. Ja, dann sind aus dem Ausland noch dabei Wien, Zürich, Genf, was habe ich noch, Lausanne. Also ich habe nicht alle aufgeschrieben, weil es eine ziemliche Litanei ist. Aber auch hier kommen die Einschläge näher. Ihr habt das gemerkt, Pforzheim ist da schon mit dabei. Ja? Was fällt diesen Bürgermeistern dieser Städte ein? Euch Bürgern, den Bürgern ihrer Städte vorschreiben zu wollen, wie viel Fleisch sie essen. Was ist los mit diesen Leuten und was ist vor allem bei den Bewohnern dieser Städte los, die das einfach alles anscheinend hinnehmen? Ja? Und wie immer, wenn World Economic Forum dahinter steckt, muss man davon ausgehen, dass die ganze Geschichte weltweit angelegt ist. Also da werden wir noch einiges davon hören. Ich wollte euch einfach dieses City Race to Zero mal kurz vorstellen. Alleine, dass dieses Städterennen, dass man da ein Rennen draus macht, ja, zeigt schon, hier ist Wettbewerb angesagt. Und ich weiß nicht, welchen Preis dem angeblichen Sieger winkt, aber das genügt wahrscheinlich, damit ein paar ehrgeizige Bürgermeister auf jeden Fall die Ersten sein wollen und richtig aufs Gas treten. Ja. Ich bin dafür, wir stellen denen ein paar Bremsklötze rein. So, in dem Sinne. Machen wir noch ein bisschen Musik zum Abschluss. Noch ein Musik und das war's. Schönen Dank, dass ihr da wart. Ja, jetzt wird es stimmungsvoller. Das Licht ist zum ersten Mal an heute. Ne? Ja. Dann sehen wir uns nächste Woche. Dann sehen wir uns nächste Woche am Feiertag. Ja. Genau, ja, da gibt es keine Ausreden. Ne? Keiner muss arbeiten, langweilig ist sowieso, also Marktplatz-Demo angesagt. Ja. Okay, bis dann. Alle warten, fragen, wann kommt das Album, sagen, was soll das, wir warten lange schon, doch es kam bis dato und kommt nichts. Ja, verdammt, doch glaub mir, ich arbeite gerade voll. Es ist alles gar nicht so leicht, denn die Erwartungszeit ist enorm. Wenn ich vor einer nur weißen Zeit bis jetzt am Ende soll was rauskommen, was Bewusstsein erweitern, bis der Druck so unheimlich, bist du nur noch am Zweifeln, bist du verkrampft, bist du dann verurteilt zum Scheitern, bist du schreibe ich den besten Part am nächsten Tag, dann denk ich, verdammte Scheiße, dann zerreiße ich die ganze fucking Seite, mach sie leise, die kleine Stimme, die mich fesselt, denn sie bindet mich am Zettel, lässt mich Dinge hier vergessen, alles nicht, ich bis auf Rappen, sagt sie dann, ja verdammt, und nichts kann dann mehr existieren, nichts kann mich ablenken, es verschwinden die Interessen, es klingt so wie besessen, wenn ihr klingelt und es klingelt, lass es.
Singen wird schon enden. Stimme denn schon selbst die Besten finden das schon ätzend. Ja, so ist es, ich bekenne mich, weil nicht nur ich mich kenne. Doch so ist es, so ist vieles, ja, so bin ich und so will ich es. So ist es nicht, weil ich hier sitze nicht mehr, aber ich danke genug, dass du es auf der Strecke. Versuch es wie eine Decke, die nur meine Seite sieht und keine Tiefe, seine Grenze. Ich verschiebe meine Kräfte in der Tiefe, diese Sätze, die mich lieben, die mich lenken, die ich liebe, bis aufs Letzte. Ich hoffe, du kannst mich bestimmen. Ich weiß, es ist doch was nicht leicht, aber das ist mir geschaffen zu dir. Vielleicht will ich einen von dir. Doch dafür muss ich alles geben, nur noch was doch gegen mich. Ich hoffe, du kannst mich verstehen. Ich fühle mich unverstanden, denn ich gehe den anderen Weg. Und dafür alles zu geben, das kann kein anderer verstehen. Doch ich kann nicht verstehen, weil ich nicht kann nicht verstehen. Ich würde doch gern mal alles liegen lassen. Filme gucken, Partys feiern, oft schlafen, ausspannen, chillen mit Gruppen, anderen war ja nichts tun, dann ganz einfach nichts tun. Lass so weiter in Urlaub fahren und einfach an nichts denken. Doch ich bin auf Tour und fahre weiter, schalt die Hände rum, am Kopf gescheit. Es wäre es leicht, doch merke gleich, ich sehe ein guter Job, doch bleibt es leer. Mund, man kommt nur leichter, wäre es dumm im Kopf zu sein. Und nein, ich meine, ich bleib wie ein Belehrer, plus ich drop jede Leine nebenbei. Geb ich meine Lebenszeit in jeden Schein, bis der Zeit ich Ego-Schwein im Gegner dabei, um jeden Schein hier abzucashen. Jeden Stein an den Ketten, seht es sein, dass mein Rap das Gegenteil von was ihr denkt ist. Nein, ich stopp das Werden des Niedergangs, stoppe Verse des Widerstands, komm mal mehr als das niemals ran. Nein, das Konto leer werden, niemals kann, doch mein Herz ist ein Krieger, ich lock es her aus diesem. Nein, ich koppe mehr als ein Spieler, Erfolg mit Herz der Musik, hat am Kopf mehr als ich kriegen kann, doch ich hoffe sehr, dass ich siegen kann, noch so fern ist das Ziel, doch die Hoffnung nährt meinen Siegestang und wir werden nicht verlieren, verdammt, das glaub ich, das hoffe ich, zumindest versuch ich's, auch wenn unsere Aussicht nicht stoppt ist, ich laufe und stopp nicht, auch wenn ich hier der Letzte bin als Gegenwehr, für das gebe ich mein Leben her, der Rap hier ist mein Lebenswerk. Ich hoffe, du kannst mich verstehen, ich weiß, es ist oftmals nicht leicht, aber das ist mein Weg und ich hab ihn zu gehen. Vielleicht wird er mir Hoffnung bringen, doch dafür muss ich alles geben und auch Hoffnung bringen. Doch ich hoffe, du kannst mich verstehen, doch fühl mich unverstanden, denn ich geh einen anderen Weg. Und dafür alles zu geben, das kann kein anderer vertreten. Doch ich kann nicht mehr stehen bleiben und ich kann nicht umdrehen. Nein, ich will das, dass sie jeder kennt, doch mach das nicht für wem und Geld. Ich seh die Welt und seh, wie Geld das Leben von fast jedem lenkt und trete entgegen. Bin jemand, der für jeden kämpft, für jeden Mensch, auch den er denkt, der muss sich mir entgegenstellen, denn ich kann es verstehen, wenn sich welche auf den Schluss getreten fühlen, wenn ich sage, ich bin eure Welt an sich daneben. Doch ich mach das nicht, weil ich mich grenzenlos ergissen sehe, sondern um dir einen kleinen Denkerstoß, das nicht zu geben. Menschen wollen's missverstehen, fühlen sich vor den Kopf gestoßen, denn ich widerspreche ihren vollgelobten Top-Idolen, vollkommen hohle Pop-Ikonen, Horizont wie trockene Brote. Was verändern? Nein, das Zusehen, komm, geh erstmal Popcorn holen. Und ich will endlich was bewegen und habe begriffen, dass das nicht geht, wenn ich gar nichts gebe. Mich verhängen, lass du leben und nur penne, statt zu stehen. Ich muss rennen, statt zu gehen. Schneller und weiter, denn ich tu das, weil ich der Feind von all dem Bösen bin. Ein kleines Puzzleteil, nur ein Teil von etwas Größerem. Und Pfeile an der Lösung, die Lüge in der Show enttarnt. So stelle ich mich selbst zurück und füge mich dem großen Plan. Ich hoffe, du kannst mich verstehen. Ich weiß, es ist doch was nicht leicht, aber das ist mein Weg und ich hab ihn zu gehen. Vielleicht will er mir Hoffnung geben, doch dafür muss ich alles geben, um doch aufzubringen, doch ich hoffe, du kannst mich verstehen, doch fühle mich unverstanden, denn ich gehe einen anderen Weg, und dafür alles zu geben, das kann kein anderer verstehen, doch ich kann nicht verstehen, bleiben und ich kann nicht umdrehen, nein, ich hoffe, du kannst mich verstehen, ich weiß, es ist doch was nicht leicht, aber das ist mein Weg, um mich schaffen zu gehen. So, ich möchte mich bei allen meinen Zuschauern bedanken. Ich hoffe, ihr hattet heute eine schöne Demo. Ja, das war hier heute die 197. Ja, die 200. Die wollen wir ganz groß mit euch alle zusammen aus Deutschland feiern. Ihr seid alle ganz herzlich eingeladen am 21. Oktober, samstags, hier auf den Gwinder Marktplatz zu kommen, um mit uns zusammen diese Demo zu machen. Auf Wiedersehen!